Hey, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Dieses Mal mit drei roten Punkten im Gesicht und einer Erklärung, die dein Leben verändern wird. Und wenn du wissen willst, wie du erfolgreich werden wirst, also tolle Leute kennenlernst, viel Geld machst, jeden Tag Spaß hast und all die ganzen anderen Dinge, die man gern haben möchte, dann bleib dran, denn darum wird es jetzt gehen. Cool, dass du da bist. Erst einmal, ich freue mich auf jeden Fall, dass das letzte Video schon so gut angekommen ist mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und als es darum ging, dass man eben, wenn man irgendwo jemanden sagen hört, Online-Marketing ist der richtige Weg oder Multilevel-Marketing ist der richtige Weg oder CEO sein von einer Company macht dich erfolgreich. Was auch immer, die Leute sagen, du darfst eine Sache nicht vergessen. Nämlich die Tatsache, dass diese Leute einen bestimmten Persönlichkeitstypen haben. Persönlichkeitstypen gehen zurück auf eine Zeit zurück, ganz weit zurück im alten China, als die Leute schon angefangen haben zu merken, okay, es gibt unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Vielleicht fangen wir mal an, die so ein bisschen einzuteilen. Und da kann man zum Beispiel über Feuer, Wasser, Erde, Wind reden, dass es da verschiedene Persönlichkeitstypen gibt. Man sagt zum Beispiel, der Feuertyp ist so ein bisschen sehr extrovertierte eher, so jemand wie ich zum Beispiel, der einfach die ganze Zeit reden kann auch und vielleicht auch mal nicht merkt, dass er zu viel redet oder zu schnell. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch in Deutschland Forschungen, auf die wir zurückgehen können oder auch in generell in Zentraleuropa. Zum Beispiel hat ein direkter Lehrling von Sigmund Freud, nämlich der gute Herr Jung, damals herausgefunden, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, auf denen heute auch die Psychologie aufbaut. Es gibt zum Beispiel auch den Myers-Briggs-Test, der 16 Persönlichkeiten unterscheidet und so geht die Liste weiter. Das, worauf ich jetzt also hinaus möchte, ist, dass es bestimmt da draußen einige Leute gibt, die mit Online-Marketing sehr, sehr viel Geld verdient haben. Bestimmt einige Leute gibt, die mit Multilevel-Marketing, die als Musiker viel Geld verdient haben, die als egal was sonst, sehr, sehr, sehr viel Geld verdient haben, aber auch sehr viel Spaß gehabt haben, tolle Leute kennengelernt haben und die in ihrer Sache ein Stück weit legendär sind. Aber die Frage ist, ist es für dich der richtige Weg, nur weil es eben so Quick-Fix-mäßig aussieht, nämlich so schnell und leicht geschafft? Und die Antwort ist in der Regel nein. Denn wenn wir mal davon ausgehen, es gäbe 16 Persönlichkeitstypen, dann ist die Chance, dass du diesen Weg auch gehen kannst, genauso erfolgreich wie diese Person, erst einmal 1 zu 15. Alternativ, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass es nur 8 Persönlichkeitstypen gibt, wäre die Chance immer noch 1 zu 7. Das heißt, deine Aufgabe, bevor du sagst, ich mache jetzt Online-Marketing oder bevor du sagst, ich mache jetzt dies oder das, ist, dass du erstmal herausfindest, was bist du für ein Typ, was bist du für ein Mensch, was bist du für ein Persönlichkeitstyp und dass du dich selber besser kennenlernst und dann anhand dessen deinen Weg bestreiten wirst. Dann kannst du nämlich deinen Plan aufbauen, der auf deinen Stärken beruht, einen Plan, der deine Schwächen ausgleicht, indem du andere Menschen reinholst. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr nach vorne geht, sehr schnell, sehr offensiv auch und ich kann gut mit Menschen umgehen. Aber es gibt halt auch Leute da draußen, die haben etwas, was ich echt nicht drauf habe, nämlich mit Details umgehen, mit Geld umgehen zum Beispiel. Ich bin was die Finanzen betrifft, eher so lala, ich sag mal, komm, das passt noch und ich brauche jemanden, der hinter mir steht und sagt, okay, mach mal langsam jetzt, lass uns mal das Geld lieber dahin bewegen, weil da macht es nochmal mehr Sinn und lass uns ein bisschen vorsichtig hier sein. Long story short, also für dich an dieser Stelle, es gibt introvertierte Menschen, es gibt extrovertierte Menschen, es gibt Menschen, die sind groß, die sind klein, es gibt Menschen, die sind dick oder dünn, weiß oder braun, es spielt alles keine Rolle. Es gibt viele unterschiedliche Menschen und du bist einer davon und die Art und Weise, wie du aufgebaut bist, also zum Beispiel die Art und Weise, wie du denkst, die Art und Weise, wie schnell oder langsam du an Dinge herangehst, die entspricht zumindest größtenteils einem Persönlichkeitstypen. Bedenke, dass Persönlichkeitstypen natürlich auch immer nur ein Abbild der Realität sind und dementsprechend niemals 100% genau stimmen können, aber zumindest ziemlich genau stimmen können. Und anhand dieser Persönlichkeitstypen kannst du dich also selbst einschätzen und dann sagen, okay, wenn ich also nicht so gut mit Finanzen bin, dann hole ich mir jemanden ran, der gut mit Finanzen ist. Wenn ich aber gut vor Leuten bin, dann werde ich den vielleicht nicht vor Leuten stehen lassen, weil der will wahrscheinlich gar nicht vor Leuten stehen, aber ich will das, also mache ich den Teil. Und so baust du dir ein Team zusammen, das sehr, sehr smart und sehr intelligent ist. Das ist ein Tipp, der unmittelbar aus meinem Mentoring kommt. Wenn du sagst, fuck yeah, ich bin alt genug dafür, also unter 18 geht sowieso schon mal gar nicht, unter 25 nehme ich nur sehr selten Leute an und in der Regel sind die Leute circa so an die 30, um die 30 und haben vor, im Leben etwas Großes zu machen. Denn mein Plan ist ja, wie du, wenn du schon öfter diese Videos gesehen hast, nicht, dass ich einfach nur irgendwie Geld verdiene, weil das war gestern, das kann jeder, sondern was mir viel wichtiger ist, ist, dass ich etwas mache, was nachhaltig die Welt verändert. Und wenn du etwas machst, was nachhaltig die Welt verändert, auf einem Weg, der dir Spaß macht, der dich jeden Tag aufstehen lässt mit deinem Lachen, mit deinem Freuen darauf, was du heute alles machen wirst und der dir die Leute vorstellt, die du kennen musst und einen Weg, der einfach für dich persönlich der richtige ist, dann wirst du zwangsläufig reich werden, du wirst zwangsläufig krasse Leute kennenlernen, du wirst zwangsläufig eine tolle Frau finden, du wirst zwangsläufig alle diese Dinge haben, die du haben möchtest, wenn du dich selbst kennst und deinen persönlichen Weg gehst. Und genau dafür werden wir, wie gesagt, im Mentoring sorgen. Also wenn du Bock drauf hast, klickst du unten auf den Link in der Infobox, manuelgonzales.de und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin erst einmal viel Spaß und bis bald. Ciao.